Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man unter Linux ein Screenshot mit Hilfe von LibreOffice zurechtschneidet. Achtung, nicht OpenOffice, sondern LibreOffice. Wir machen dazu einfach mal einen Screenshot. So, und kopieren das in die Zwischenablage und fügen das hier ein mit Steuerung einfügen. Und dann haben wir hier so ein Crop Image Teil. Klicken wir drauf. Und dann können wir hier so ein bisschen zurechtschneiden. So, das ist jetzt ein bisschen weiß. Wir machen das mal ein bisschen rückgängig, gerade ein bisschen vor allem. Damit man auch was sieht. So, wenn man das natürlich jetzt ausdrucken will, ist das blöd. Weil es ist ja nur die obere Hälfte der Seite benutzt. Deswegen gehen wir auf Format, Seite, warten ein bisschen. Und dann können wir hier auf Landscape umstellen. Bestätigen. Und ich mache das nochmal groß hier. Jetzt kann man das auch entsprechend anpassen. Von der Größe her. Je nachdem, wie man das haben will, dass es dann so auf die ganze Seite drauf kommt. Also geht im Grunde genauso wie mit dem normalen Office auch. Nicht in dem Beispiel hier verwirren lassen. Das ist halt alles weiß, deswegen sieht es so aus, ob das Bild nicht bis dahin geht. Wir können ja mal so bis hierhin klein schneiden. Dann sieht man das ein bisschen besser. Bis hierhin geht das. Das ist natürlich immer noch nicht ganz links an der Seite. Da können wir das natürlich auch weiter nach links schieben. Oh, man sieht das nur so halb hier. So, mach ich mal. Wir können das auch bis ganz hoch schieben. Also geht alles wie im normalen Office auch.